Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Tales of Graces F. Ich bin es, Adam Simafix. Wir haben es endlich zum Westlandhafen geschafft. Und nun ist unser nächstes Ziel Strada. Beim letzten Mal waren wir nämlich hier in einer misslichen Lage. Die gute Sherry wurde hier entführt. Und nein, keine Cutscene. Böse Spielmann. Im Ladebildschirm eine Pause machen, das ist cool. Wie auch immer. Wir haben zumindest, die Sherry wurde entführt. Wir konnten sie glücklicherweise retten, denn hier vor dem Cousin-Onkel hier von Hubert, Adoptiv-Onkel, wieso? Und nun haben wir den Auftrag von ihm bekommen, dass wir, also natürlich freiwillig haben wir den angenommen, dass wir hier nach Strada reisen und hier versuchen, die Führung in Strada und auch hier die Adoptivfamilie eben von Hubert davon zu überzeugen, dass er nicht zurückkommt, sondern weiter in Land aufpasst. Und deswegen müssen wir jetzt direkt nach Strada reisen. It looks like Stratton's soldiers are guarding the port. We can take that boat to Strada. It'll be a while before we reach Strada. We probably ought to eat something to tide us over. Good idea. I bet the cafeteria on board will be expensive. Sharia. You should eat something too, Sophie. Because if you decide you're hungry later, it'll be too late once we're on board. Okay, I understand. You too, Pascal. Yeah, whatevs. I'm not hungry. That doesn't matter. Eat something. They aren't even selling anything good around here. What's wrong with grilled chicken? Well, you know, I'm not into the greasy stuff. You like grilled chicken, Sharia? Of course. It's like they say, real women eat chicken. Only you say that. Oh, Sharia. I picked this up earlier. Oh, I thought I lost this. Thank you. Is it the same Sopharia I gave you? Huh? Well, yeah, it is. Is that okay? The times we spent together are some of my favorite memories. And after everyone left and I was alone, I used those memories to keep going. I honestly never thought we'd be together again. I mean all of us. Sophie too. Not just you and me. I understand. I'm happy we're all together again too. I don't think you understand anything. Your Majesty, you should rest. I must insist that you return to your room at once. I'm fine. There is no need. But sire, you are still recovering from the grievous wounds you received. I am not a normal human, Dallin. What does that mean? I am the King of Windor. Do not think to equate me with mere commoners. The king must be strong, and I must become even stronger. And I know just what to do.
There is great power here in Windor. And not just here. This entire world is filled with incredible power. So this is Strahd's port, huh? I wonder how long it'll take to reach you, Liberté. Pardon me, but are you heading to the capital? Unfortunately, the road is currently blocked by the Rakagon. The Rakagon? It's a large monster with a rock-like appearance. Still, this is odd. I'd heard that the Rakagon was an intelligent and docile creature that never troubled humans. Normally that's true, but right now it's rampaging on the high road between Sable Isolde and the capital. It's a dangerous situation, so the military has closed the high road to all through traffic. Thank you for informing us. I'm impressed you know so much about the local wildlife, Captain. I spent time here before joining the Knights. The Rakagon is beloved among the citizens of Strahd. So, what's the plan, Azbel? Hard to say without knowing more about the situation. For now, let's head for the town of Sable Isolde. All right, das Sandsteinbecken. Okay, und damit sind wir hier nun angekommen. In einem neuen Kontinent. Schauen wir uns das auch mal hier auf der Karte an. Schon ein bisschen weiter weg, weil schaut euch mal an, Baruna Land, das ist ja fast alles in der Nähe. Und hier, Auray. Und also wir haben noch einen langen Weg, bevor wir hier nach Yuloberta kommen. Ich erfahre alles als letzter. Wie eben, Sable Isolde ist in Aufruhr, aber ich habe keinen Schimmer, warum? Eine gute Frage. Kakteen, nochmal Kakteen. Eine Hafenhütte, das sieht doch sehr gut aus. Was gibt's hier? Katzen. Geben wir dir einen Lachs. Und damit ist die Katze glücklich. Okay, eine Kiste. Ein wenig Reis muss sein, ein wenig Reis muss sein. Kein Reis für uns, zum jetzt mitnehmen. Okay, schauen wir uns mal um. Der Espe übrigens mal wieder in der Cutscene hat natürlich mal wieder wie ihr und ihr nichts verstanden. Das ist jetzt zu erwarten. Eine Magna Carta. Und dann schauen wir nochmal hier. Sind wir bereit? Apfelgummis haben wir nicht so viele. Kaufen wir uns ein paar. Mir ist das Mixen doch wurscht, Mann. So. 20... Trank des Lebens haben wir 9, das ist okay. Finstertrunk, Hackfleisch, Buch des Geschicks. Können wir uns eigentlich auch mal kaufen? Oder habe ich das schon? Gute Frage. Schauen wir mal kurz in den Mixer rein. Ah, der Mixer ist gewachsen. Schauen wir mal. Oh, 465. Nee, nicht schlecht. So, Buch. Na, na, na. Schmiedekunst, Freundschaft, Heldenmut. Metabolismus. Ja gut, dann kaufen wir uns das Buch schnell. Kann man ein bisschen schnell hier durch die Gegend laufen. So. Das Spiel sagt einem schon, dass man aber der Faul ist. Du zahlst für die Laufdistanz. Das Buff. Das Spiel mobbt mich. Das merke ich schon. So. Egal. Ich schmeiß das trotzdem hier in den Mixer. Mir ist das doch wurscht, Mann. So, wo haben wir das Buch denn? Hier, Buch des Erwachens. Erhöht die Elf-Kapazität, wenn du SM-Elf mehr kriegst. Das haben wir schon drin. Verdoppelt die Erfolgsquote beim Erzeugen von Objekten mit dem Elf-Maxer. Nein. Genau. Oder hat man das vorher schon? Eigentlich gut möglich. Aber egal. Sophie! Läuft da gleich mal 5 und das ist schnell. Nicht schlecht. Und ein paar neue Samen. Die können wir bei uns zu Hause dann einpflanzen. Die diesjährigen Zwiebelernte ist eine der besten, die wir je hatten. Hier. Ihr scheint interessant zu sein. Warum nehmt ihr nicht ein paar mit? Dankeschön. Ein paar Zwiebeln, da kann man nie was dagegen sagen, gegen ein paar kostenlose. Azbel, I've been wondering. When did His Majesty's behavior begin to change? When we first saw him again, he seemed like the same Richard we knew before. But soon after that, his personality began to change. I wonder what happened to him. The last time we saw him,
back at Lont, I could barely recognize him. It's possible he may never return to the man he used to be. That's not true. Sharia? Richard will come back. Everything will be like it was before. And the same goes for Hubert. I just know it. Don't worry. I'm not giving up on them. Das ist die richtige Einstellung, mein guter Freund. So, schauen wir uns die Anfragen an. Komm, abgeben. Sehr schön. Na, ich will keinen hübschen Schal. So, wir können aber uns kurz mal im Gasthaus ausruhen. Wieso denn eigentlich nicht? Wir haben uns eine kleine Pause mal wieder verdient. Mich beschäftigt eigentlich viel eher noch immer diesen Satz, den die Sophie gesagt hat bei der letzten Begegnung von den beiden. Da hat sie ja gesagt, da haben sie ja gegenseitig gekämpft. Sophie hat auf einmal so merkwürdig angefangen zu leuchten und sie hat gesagt, der Richard hier, wie lange willst du mich denn noch bekämpfen? Und hat sie gesagt, ja, ich werde immer kämpfen, bis ich dich besiegt habe. Irgendwie sowas hat sie ja gesagt. Oh, wir kaufen uns hier das Runenschwert. Ganz schön teuer. 6 Stempel. Und das ist, das irritiert ein wenig. Was hat das genau zu bedeuten? So, kaufen wir uns ja auch noch die Tarnscheide, kostet ja nur 810. Irgendwie, glaube ich, tut die Sophie uns auch noch ein bisschen was verheimlichen. Habe ich so das ungute Gefühl. Wollen wir uns mal Stempelkarte anschauen? 4 Stück, wunderbar. So, wer geht auch bitte nach Julien und tut da seine Sachen kaufen? Bann, der verlangsamt aufhebt und verkürzt, Kapierringer nennt sich. Na. Schauen wir aber kurz mal in die Ausrüstung rein, was wir da so Schönes haben. Runenschwert, klar, das haben wir jetzt ausgerüstet. Die Runentunika, ich glaube, das ist das Beste, was wir haben. Titanenscheine haben wir gerade gekauft. Hier haben wir jetzt den Lähmungsband. Du hast eh was. Du bist ja eh super ausgerüstet. Oh, die Stahltunika geben wir aber. Hier haben wir leider nichts Besseres. Für Malik müssen wir jetzt auch nicht was Besseres kaufen, oder? Ja, Malik ist in unserer Party, dann geben wir ihm halt auch hier einen Eisenschutz. Dann Lavon. Als sein Schutzding hat er Parfüm. Auch sehr cool, oder? So, Giftbahn und Brennband geben wir dir. Gegen Richard hätte man das super gebrauchen können, den Brennband. So, ein rotes Band. Dann kriegst du noch eine schöne Bluse. Und das war's auch. So. Okay. Frisch, gestärkt und munter gehen wir nur zu der Strahler Steinwüste. Davor aber noch, was ist das? Wahrheitssalz. Check this out. It says that if a liar licks the salt, it'll taste totally sweet. There aren't any liars in our group, Pascal. Well, we can try it out. Everyone give it a lick. I can't wait to see who's a big fat liar. I'm up. Very well. If I must. Salty and gross. What about you, Asbel? Oh, yeah, salty. I had too much. Blech. Everyone could taste it? It's salty, isn't it, Sharia? Wow, it is so salty. Blech. Sharia, you're acting a little odd. Huh? What? No, I'm not. I'm fine. Let's talk about Captain Malik instead. Are you okay? You need to watch your blood pressure. Hey. Ach, geht's da etwa um den Espel? Und sie, lügt sie sich immer ein bisschen was vor, das merke ich schon. Sehr gute Szene mal wieder. Ich sage ja, Leute, jetzt geht's auch wieder ein bisschen mit den humorvollen Skits weiter, das freut mich natürlich. So, speichern wir noch kurz und dann auf in die Wüste. The military is closing roads off because of one Rakagong monster. I don't know anything about it, but is it really that dangerous? It's no mere monster. It wouldn't be a fair fight for us humans. Do you have any idea why, Captain Malik? It's just something I've heard. I suspect we'll understand as soon as we lay eyes on it. Exciting! So viel sei gesagt. Der gute Rakagong, reden wir nochmal mit dir. Bis Sable Isol ist noch ziemlich weit. Macht euch darauf gefasst, unterwegs Monstern zu begegnen. Ja, die Monster stürmen nicht, aber der Rocker Kong schaut ein bisschen eher. Sagen wir es mal kurz so, um hier ein bisschen zu spoilern.
Aber sind das Zauberer? Wieso greifen wir uns Zauberer, Mann? Der Rokugong ist wie der Drache aus Tales of Systeria. Und damit sage ich auch nicht mehr über den Rokugong. Also ich meine den Drachen hier, den verwandten Drachen. Nicht den Drachen, den man eh bekämpfen muss, sondern den Drachen, den optionalen. So, und damit sage ich schon alles gesagt, Mann. Gut, schauen wir uns das aber gleich an. Und das kann ich auch noch sagen, wir haben den Rokugong schon mal gesehen. Und zwar, wenn man sich das Opening anschaut, da sieht man ihn auch schon mal. So, ein paar stärkere Gegner. 390 Erfahrung gibt es hier immer schon für uns. Ganz passabel, Mann. Also ich glaube, bei meinem ersten Durchlauf, ich weiß es leider wirklich nicht. Könnte man fast mal nachschauen gleich. Welches Level hier ist es? Gerade sind Level 29. Ich glaube, beim ersten Durchlauf war ich am Ende so ungefähr Level 60 oder sowas. Oder Level 70, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, viel zu unterlevelt. Hier, die Gegner haben schon auch um einiges mehr drauf. Das merkt man schon. So, komm. So, schauen wir uns nochmal die kurze Strategie an. Ziel des Anführers, starke Gegner. Genau, und Verbündete schützen. Okay. Ah! Immer taumeln, Mann. Wir sind so taumelanfällig. Da machen wir irgendwas falsch, ich merke schon. Aber klar, Mann. Gleich haben wir unser mystisches Artus, Mann. If only Asbel could be this kind. Es sieht so geil aus, Mann. Man legt ihn ja und es besteht da im Hintergrund. Yeah, Siegespose. So großartig, Mann. Ja, wir haben gewonnen. Und Cherry liegt am Boden. Es ist so großartig, Mann. Es ist so verdammt großartig, einfach dieses Spiel. Manchmal. Nicht immer, aber immer öfters. So. Gut. Man muss ja echt sagen, das Spiel weiß ja, muss man ja auch wirklich mal sagen, wir wissen bis jetzt noch gar nicht, wo dieses Spiel hin will. Das Spiel hat begonnen, damit, hier, klar, Sophie ist gestorben. Und alles ist schlimm, alles ist furchtbar. Und nun ging das Spiel weiter, dann, dass wir Richard hier helfen mussten, hier, das Unrecht, was ihm angetan worden ist, zu beseitigen. Damit er hier wieder der nächste König. Warum kriegen wir immer einen Schub, wenn der Kampf gerade vorbei ist, Mann? Ich komme nicht mehr zu meinem mystischen Artis, Mann. Ich würde es übrigens mal mit, wenn wir schon mal dabei sind. Oh, sehe ich da was? Warte mal. Ah, wir haben ja endlich hier ein neues Artis gelernt. Frostbrecher, Mann. Nicht schlecht, Lungs und Mädels. Artisbaum. Könnten wir. Nee, das passt. So, halbautomatisch. Immer schön halbautomatisch bleiben. Automatisch ist doof, weil dann können wir einfach nur zuschauen. Dann müssen wir keine Kämpfe mehr machen. Und das andere ist langweilig. So, was will ich denn machen? Genau das dann. Bis er mit Sophie kämpfen. Warum hat sie so wenig Leben? So, warte, was hast du zu sagen? Was ich hier den ganzen Tag mache, das ist ein Geheimnis. Super. Unerforschtes Sandgebiet. Hört sich toll an. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Wüsten nicht mag? Weil wir keine Ahnung haben, wo wir genau hinlaufen. Warte mal. Ey, geht denn da auf mich, Mann? Ja, Jungs und Mädels, übertreibt's doch mal. Warte. Eine Elefante. Ja! Ich bin tot? Ich kapiere das nicht. Wieso bin ich gerade gestorben? Was ist denn los, Mann? Ich muss ja mal ein bisschen... Was zur Hölle ist hier los, Mann? Alle sterben? Alter! Fliehen, Mann. Alter, dieser Hirschkäfer. Er macht uns übelst fertig. Nein! Ich kann keine Objekte entschmeißen. Cheryl, es liegt alles an dir, Mann. Es liegt alles an dir. Warte, nicht ausrüsten. Objekte, Trank des Lebens. Hey, dieser Hirschkäfer. 1500 Schaden macht er uns mit einer Attacke. Alter, Game Over. Scheiße. Okay, so mal erstmal sind wir Game Over gegangen. Zum Glück haben wir da vorne gespeichert. Aber was ist denn das auf einmal, Mann? Hey, von ganz moderaten Gegnern, die wir mit 3 Hieben besiegen, ist auf einmal so ein hässlicher Hirschkäfer, Mann, der uns einfach mal 1500 Schaden mit einer Attacke macht. So, ich hab mir nochmal die Skizze ran, aber die kennen wir schon. So. Nur aus wichtigen Angelegenheiten. Ey, was war denn das, Mann? Ich kapier das nicht. Ich kapier das immer noch nicht, Mann. Okay, der Fehler war, dass wir nicht Esper genommen haben. Aber ich merke schon das Spiel, Mann. Du magst nicht, dass ich andere Charaktere nehme. Jetzt ist auch meine Elf-Leiste natürlich genau ganz leer, Mann. Das finde ich auch mal voll nett. Und jetzt könnt ihr mich alle mal, denn ich tue jetzt gleich mal mein neues Artis ausrüsten. Jetzt müssen wir die Kämpfe nochmal neu machen. So. Und zum allerersten Mal, nach 10 Spielstunden haben wir neue Artis gelernt, Mann. Traurig, Mann. Aber wir haben viele Titel haben wir schon auf Level 3 oder so.
auf 3 zumindest schon gehabt und dann geht es auch relativ schnell, dass wir die auf Level 5 bekommen und dann hier die nächste Fähigkeit halten. Definitiv, wir gehen nicht den Weg, Mann. Da sterben wir. So, du siehst auch eigentlich nicht so nett aus. So, komm, Sophie, wir managen das schon, oder? Ihr habt aber auch so viel Leben, Mann. Also, die Quote, der Schwierigkeitsgrad ist einfach mal hier in dieser Wüste ums 200-fache gestiegen. Das sieht glaube ich, jeder von euch. So, ich und Sophie managen das. Why do you wear such white clothes? Oh, these? Well, let me think. Oh, I know. You are late. Ich bin überlegt, wie er so diese Kleidung trägt. Ja, das habe ich mich schon mal gefragt, Mann. Wir sehen die ganze Zeit hier Ritter in Rüstungen, in schönen Rüstungen, Mann. Und Espel läuft die ganze Zeit hier mit seinem weißen Ding da rum, Mann. Gummisamen in der Wüste, der Hell. Banditin, oder? Zauberer. Dieb. Wir kümmern uns. Wieso helfen die Viecher den Gegnern hier? Das finde ich gar nicht nett. Sophie, haben wir nicht gesagt, dass immer gleiches Ziel ist? Irgendwie klappt das mit dem gleichen Ziel nicht immer so. So, komm. Komm. Sophie, schnappen wir uns. Komm, Double Combo. Yosa. Okay, hier geht es schon um einiges wieder besser. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das war. Vielleicht ist dieser Hirschkampf der Secret Boss. Vielleicht ist es der Bösewicht des Spieles, Mann. Vielleicht ist das, wieso Richard sich auf einmal so merkwürdig benimmt und auf ihm rote, böse Energie rauskommt. Das ist gut möglich. Ich würde es jetzt einfach mal vermuten, weil so stark wie dieses hässliche Ding war, würde mich das eh nicht wundern. Aber es geht genauso munter wie gerade eben weiter. Nämlich wir kämpfen und ich merke schon, wir werden gleich die Elf-Schub bekommen. Gleich wieder, wenn der Kampf vorbei ist. Na, das war nett. Oh, Sharia Mail! Sehr schönes, mystisches Artist hast du hier gezeigt. Das sah cool aus. Ich bin stolz auf dich, wirklich. Manchmal machst du wirklich coole Sachen. Aber nur manchmal, bist du ein Gegner oder bist du ein Bandit? Überlebenskünstler. Weiter breit sind nichts als Sand. Ich vermisse wirklich das Plätschern von Brunnen von Yula Berta. Die Gefährten in Sable Isol sind in heller Aufregung. Und da haben wir Starterkaktus. Wunderbar. What's wrong? Why are you sighing like that? My throat is so dry. I'm gonna keel over from this crazy heat. Aren't you all worried and stuff, Captain? Perhaps we should seek aid from this cactus. Cactus? The ability to store water has made the Strata cactus a vital resource for the people here. You just cut into it, like this, and there you go. Clean, fresh water. You're amazing, Captain! Want some? Oh, please! I'm so thirsty. I owe you, Captain. How was it? Tasty? Warm and gross. It tastes green. Yeah. Macht nicht mehr links, großartige Ideen kaputt. Nochmal hier was zu der Rüstung. Also wie gesagt, Espel, überhaupt alle unsere Charaktere haben immer so wunderschöne, oh, den hübschen Schal, den müssen wir in Yula Berta abgeben. Aber so coole Ausrüstung haben unsere Leute mal dabei. So, ihr schon wieder. Ich habe es euch schon tausendmal gesagt. Ich bin nicht interessiert. Schon wieder? Ich glaube nicht, dass wir uns schon begegnet sind. Ihr Regierungstypen seid doch alle gleich. Ihr tut stinkfreundlich. Habt es aber immer nur auf mein Buch seltener Kreaturen abgesehen. Warum interessiert sich die Regierung für ein Buch? Ha! Nur weil es detaillierte Informationen über jede Kreatur der Welt beinhaltet. Wirklich? Welche Arten von Kreaturen sind denn da drin enthalten? Oho! Ich durchschaue euch! Also seid ihr in Wirklichkeit an den Früchten meiner Forschung interessiert, nicht wahr? Aber klar! Sind alle Forscher so eigenartig? Dieses Buch beinhaltet mehr als bloß die Kreaturen von Strada. Wisst ihr, ich habe die Welt bereist, zum Beispiel... Seltene Kreatur Nummer 11, das legendäre Bushbaby, eine Kreatur im tiefsten Waldhaus. Das ist ein wunderbarer Name. Ich wette, sie wäre toll als Statue. Seltene Kreatur Nummer 51, Codename Quickie. Sie nimmt andere manchmal Arbeit ab.
Das wäre eine große Hilfe, wenn man damit beschäftigt ist, eine Art zu wirken. Ihr scheint bereits mit diesen Kreaturen vertraut zu sein. Nein, nicht ich. Ich spreche nur aus, was mir gerade in den Sinn kommt. Tja, dann jedenfalls habe ich da das Beste bis zum Schluss aufgekommen. Folgt mir und staut. Seltene Kreatur Nummer 99, Name unbekannt. Ist eine neue mysteriöse Kreatur, die gerade im Window entdeckt wurde. Welche Art von Kreatur ist es? Man sagt, es ist ein zweifüßiges menschliche Kreatur, die vom Ende des Grail See zum anderen schwamm. Das ist ein langer See zum Schwimmen, aber ich weiß nicht. Das klingt nicht nach einer besonderen seltenen Kreatur. Was ist mit euch, kleine Lady? Irgendwelche brillanten Kommentare, die ihr gerne mit uns teilen würdet? Ach was, nein. Also, sie ist nur geschwommen, ja? Aha, da liegt ihr falsch. Falsch, falsch! Denn diese Kreatur hat die Gabe, nach Belieben zu verschwinden. Wirklich? Laut Bericht schlenderte sie in dem einen Moment durch dickes Gras und dann, puff, war sie weg. Und zurück blieb nur ein kleines, merkwürdiges Objekt, das einem Altar ähnelt. Ich vermute, dass es sich hier bei dieser Kreatur um nichts anderes als ein Mitglied der legendären Amerikaner handelt. Der Amerikaner? Allerdings der einzig wahren. Tja, eigentlich klingt das nach mir. Unsinn, absurd, in jeder Hinsicht völlig lächerlich. Aber... Pascal, willst du mir sagen, dass du den Grail See durchschwommen hast? Klar, ich war platsch und plitsch, bevor ich den unterirdischen Ring gegangen bin. Als ich dich und Sophie traf, war ich gerade auf der anderen Seite herausgekommen. Und dann berührte ich sie. Ach, und dieses Verschwinden-Ding passiert eben, wenn man die Ruinen mit diesem Gerät betritt. Ach ja, stimmt. Das soll mich doch... Das sind die Tatsachen direkt vor meiner Nase und ich stehe hier und quassel wie ein Idiot. Darüber regt ihr euch auf? Hier, nehmt das Buch. Ich verdiene nicht, es zu besitzen. Wirklich? Wow, danke. Hey, habt ihr ja schon gehört? Ein Geheimnisvogel soll ganz alleine Turtles Transporter entladen. Das ist ja schrecklich. Dieses Wesen könnte die komplette Turtles Transportindustrie aus der Bahn werfen. Wir werden der Sache unverzüglich auf den Grund gehen. Aber wir brauchen euren scharfen Verstand und eure katzenartigen Reflexe. Schon unterwegs. Sind Sie denn sicher, dass hier nicht bloß jemand Streiche spielt? Ja, ist das schon, mein Freund. Wer weiß. Buch seltener Kreaturen. Können wir auch abgeben bei einer Quest in Julebärte, wenn wir mal Lust haben. Davor machen wir jetzt aber erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Tales of Graces F. Bis zum nächsten Mal, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.